Theorie, die dauert noch 3 Runden. Da müssen wir durch das komplette Industriezeitalter in die Moderne, an die Grenze der Zukunft, um dann die Globalisierung freizuschalten, um die Vereinten Nationen bauen zu können und den Diplomatiesieg auszulösen. Ich frage mich gerade, was man die ganze Zeit bis dorthin machen. Ich kann nicht immer nur auf nächste Runde klicken, sondern auch mal auf Monument. Von daher glaube ich, dass wir den einen oder anderen Krieg auf jeden Fall noch führen werden. Denn mit dem ganzen Gold, das wir dann haben, freuen wir uns zwar in den Stadtstaaten an, aber wie gesagt, es gibt ja dann den Stichtag UN-Wahlen. Du gehst da hin, wo du eben warst. Und bis dahin können wir auf jeden Fall noch uns eine Nation annehmen. Dann nehmen wir natürlich die kleinste und schwächste. Seehafen, um noch mehr Gold zu bekommen. Aber das gilt ja, gibt es ja nur von Meeresressourcen, die beackert werden. Da hast du 2. Es kostet also 2 Unterhalt. Kriegst aber 2 Gold und bekommst da 2 Produktion dafür. Da gibt es Besseres, wie zum Beispiel die Werkstatt. Hilft beim Bau von Gebäuden. Machst du die Werkstatt, die bringt ja jetzt mehr. Hastings. Ebenfalls. Die Werkstatt hatte ich jetzt die ganze Zeit komplett ignoriert. Dabei ist die ganz gut. Produktion wählen. In Warwick, die beackern noch gar nichts. Jetzt bin ich ein so schlechter König. Und hier wahrscheinlich auch, ne? Ja, noch nichts. Arbeitsboot. Arbeitsboot, Arbeitsboot, Arbeitsboot. Ich hätte einfach mal eine Armada von Arbeitsbooten. Ich habe mehr Linienschiffe als Arbeitsboote wahrscheinlich. Forschungsabkommen abgeschlossen. Oh ja, toll. Jetzt, wo ich nur noch eine Runde gehabt hätte. Ah ne, das überträgt sich auf den nächsten. Machen wir einen Stahl. Ne, überträgt sich nicht. Doch. Hä? Naja. Warwick hat Bürger. Forschungsabkommen beendet. Technologie entdeckt. Kohle entdeckt. Nicht wegklicken. Ich mag wissen, wo. Sehr schön. In Athen. Gut, dass wir die angenommen haben. Und hier, gut, dass wir noch Warwick gegründet haben. Alle Entscheidungen haben sich als richtig entpuppt. York kann einen Seehafen bauen, bringt ihm aber nicht viel. York kann aber eine Werkstatt bauen, das bringt ihm mehr. London ist mit der Sixtinischen Kapelle schon zur Hälfte fertig. Schade, dass man da nicht irgendwie so ein Video von den Bauarbeiten angucken könnte. Das war dann mal was für Civilization 6. Sparta hat den Hafen, hoffe ich doch, und baut uns jetzt einen Markt, weil Sparta nämlich über Diamanten, über Edelsteine verfügt. Ah, und auch kein Arbeitsboot hat. Aber machen wir erstmal den Markt fertig. Wir verlieren die Kontrolle über Genf. Das macht nichts, wir haben Geld en masse. In fact haben wir so viel Geld, dass wir da auch mit Genua und Florenz unsere Freundschaft erneuern können. Und in den nächsten Runden dann das nächste in Angriff nehmen. Den nächsten Stadtstaat. Warwick baut noch ein Arbeitsboot, weil hier noch weitere Fischgründe sind, die beackert werden wollen. Wundervollsten Völker der Welt, das sind wohl wir mit 9. Also 9 Wunder, die wir gebaut haben. Und der nächstbeste hat gerade mal 2. Ja, da sieht man mal die Überlegenheit, die wir hier an den Tag legen. Deswegen sollten wir eigentlich mal ein bisschen, noch kein Monument gebaut. Sollten wir ein bisschen, Kauf von Beckenstädten kostet 25% weniger Gold. Machen wir jetzt den Wirtschaftszweig fertig. Wenn wir den, fertig haben, bekommen wir für jeden Spezialisten +1 Gold. Wobei wir mit dem Patronat, glaube ich, auch ganz gut fahren würden. Einfluss auf die Stadtstaaten sinkt 25% langsamer als normalerweise, was uns einen Haufen Gold auch erspart. Ich denke, das bringt uns jetzt langfristig erstmal mehr als der Kauf von Objekten und dann die +1 Zufriedenheit. Das können wir in den zweiten und dritten Schritt auch noch machen. Wenn wir Wirtschaft komplett übernehmen, ja, einer. Ne, dann machen wir Patronat. Und sparen uns dann jede Menge Geld, das wir für die Stadtstaaten ausgeben, damit die uns mögen. Wir haben den Stahl entdeckt. Was wollen wir als nächstes entdecken?
Schießpulver oder Archäologie. Ja. Am besten dann die Zukunftstechnologien, die dauern nur 95 Runden, ein bisschen länger. Über den Trall zum Schützen und dann die Gegner einnehmen. Nee, Biologie. Ja, Biologie mit Öl. Und können wir da nicht? Wann können wir denn Panzerkreuzer und so bauen? Das ist hier Schlachtschiff. Panzerschiff. Mächtiger als Fregatten, langsamer und nicht Ozeangeländefelder. Das ist, glaube ich, die unnötigste Einheit, die sie hier überhaupt haben. Luftfahrt? Nee, 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 nee. Was suche ich? Den Zerstörer. Verbrennungsmotor. Ja, lass erst die Biologie entdecken und dann Verbrennungsmotor und Zerstörer bauen. Und wenn wir die Biologie. Ja, genau. Und dann irgendwann auch Schlachtschiffe. Um unsere Vormachtstellung auf den Weltmeeren zu erhalten. Canterbury baut eine Werkstatt auch. Jetzt machen wir überall Werkstätten, dann bauen wir eigentlich nur noch Gebäude, um die ganzen Boni einzusammeln. Um dann schneller an Geld und Wissenschaft zu kommen, aber erstmal Geld. 750 passt genau, um neuen Stadtstaat zu bestechen. Theater plus 3 Zufriedenheit. Na, der Seehafen bringt nicht wirklich viel. Nee, komm, machst du mal eine Bibliothek? Wir müssen mal wieder was für die Bildung machen. Da können wir weiter vorne sein, eigentlich. Und Silber für Gandhi beendet. Isabella und Gandhi müssen wir besuchen. Baumwolle, Silber, vorschlagen. Silber, Eisen, Gold, offene Grenzen, noch ein bisschen mehr Gold. Vorschlagen, ja. Mir blutet zwar das Herz, da nicht gleich zu tauschen, aber yeah, wir brauchen auf jeden Fall die Zufriedenheit, die wir von seinen Luxusgütern bekommen. Mit Isabella wollte ich sprechen, genau. Die hat nämlich offene Grenzen, na toll. Ach, wir haben ja nur gegen Geld unsere Luxusgüter verkauft. Viererlei Silber, wie wär's? Oh nee, du hast nicht wirklich Geld, um das bezahlen zu können. Wie wär's denn mit noch ein paar Pferdchen dazu? Vielleicht noch, ich bin bereit, 200 Gold zu zahlen. Ich bin bereit, 300 Gold zu zahlen, aber das ist dann auch wirklich das Maximum. Vorschlagen. Yeah! Exzellente! Ja, ich bin bereit, so viel zu zahlen, weil A, ich habe Geld. B, bringt uns der Zucker, glaube ich, nochmal diesen Produktionsbonus in eine unserer Städte, die nach Zucker verlangt haben. Die mit dem Kaffee, ne? Und schau mal, ob Süleyman uns auch was Selamat. abkaufen will. Ja. Süleyman, wie wäre es eigentlich, wenn du uns die Biliyorum. Wale gegen Silber und Edelsteine gibst? Reddediyoruz. Und Pferde? Hayır. Und Gold? Ja. Tamam. Wir haben es einfach. Wen haben wir noch nichts verkauft? Bismarck Was nun? hat kein Geld. Was habt ihr gesagt? Hätte ich auch gleich sehen können. Isabella haben wir gerade. Oh ja, hier. Gandhi hat er. Nee, kein Interesse an unserem Zeug. Was war mit Isabella? Mit der habe ich doch gerade eben geredet, ne? Ja, die hat jetzt Saludos. genügend Geld. Dank uns. Produktion in York. Da ist klar, machen wir. Das Taj Mahal wäre nicht verkehrt. Leider dein goldenes Zeitalter ein plus 4 Zufriedenheit. Das wäre Versuch wert eigentlich. York verfügt über noch keine Wunder. Oder kann York was Besseres bauen? Universität. Kann schon lange bauen, haben aber nicht gemacht. Was ist hier mit. Ach, wir haben keine Pferde mehr. Und kein Eisen. Uiuiuiui. Hier bauen wir Arbeitsboote. Ich glaube, wir brauchen noch ganz viele Arbeitsboote. Dann automatisieren wir die einfach und haben dann auch ein paar auf Tash. Ja, Junge, dann bau doch mal eine Bibliothek. Wenn wir mal das Ganze hier ein bisschen vorwärts bringen. Die Bank oder den Seehafen. Der Seehafen bringt nicht wirklich viel. Du hast da immer noch keine Fischerboote, ne? Deswegen machst du das jetzt. Athen baut auf jeden Fall irgendwas Finanzlastiges. Wie zum Beispiel eine Bank.
da sie über zweierlei Silber verfügen. Und dann haben wir unsere Welt am Laufen. Ah, oh, will ich mit dir auch eine Grenzen ausmachen? Ja, warum nicht? Ich glaube zwar, dass andere jetzt... Genf... London liegt dem König. York liegt dem König. Alle lieben mich eigentlich. Ja, das müsste jetzt so einen Bonus geben. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Das ist ja fast schon wie ein goldenes Zeitalter. Apropos goldenes Zeitalter, da können wir auch mal wieder Neues gebrauchen. Ist hier Taj Mahal von Bismarck beendet? Oh, Gott sei Dank haben wir die Sixtinische Kapelle gebaut, nicht das Taj Mahal. Wir haben die Archäologie entdeckt. Ja. Dafür können wir jetzt ein Museum bauen, nicht? Nee? Brauchen wir erst einen Tempel für? Keine Ahnung. Jetzt bin ich blind. Nottingham baut Kornspeicher Universität. Ja, der Louvre. Ist eigentlich ja, fast schon unnötig. Kreml, Wirksamkeit von Verteidigungsgebäuden bis 100%. Ich glaube, der Louvre. Ja, Nottingham. Oh, zwei große Künstler bringt uns ein goldenes Zeitalter. Und das bringt uns dann, ja, was brauchen wir für die staatliche Hochschule? Bibliotheken. Ja, komm, dann machen wir jetzt, nee, Seehafen. Mach Seehafen. Bringt uns ein bisschen Produktion. Schön zu wissen, dass es in den ganzen englischen Städten Seehäfen gibt. Sparta ist gewachsen, Sixtinische Kapelle ist beendet worden. Was hat er uns gebracht? Plus 25% Kultur. Yeah, noch 17 Runden. Ist immer noch ein Wort. Öffentliche Schule. Können wir uns bauen, sehr schön. Der Louvre, wie gesagt, nee. Werkstatt in London wird sich sehr lohnen. In York wird sich das Opernhaus lohnen. Damals plus 25%, das ist ja nicht plus 4 Kultur, sondern plus 5 Kultur. Und ja, da fährt er auch schon zum nächsten freien Fischgrund. Werkstatt, sehr schön. Leuchtturm, ja, dann wächst er noch ein bisschen schneller. Wir haben ja die Zufriedenheit dafür, dass alle wachsen können. Neues Forschungsabkommen, ein goldenes Zeitalter beginnt. Oho. Wegen der Zufriedenheit, yeah. 15 Runden goldenes Zeitalter, gerade eben sage ich es noch. Und zack, ist es da. Ich habe echt nicht drauf geguckt, aber umso schöner, da freut man sich gleich doppelt. Bibliothek natürlich. Und jetzt wollen wir überall Bibliotheken haben. Steinwerke ist noch besser, aber ihr habt nur einen Stein, ne? Aber Zufriedenheit, nee, dann mach lieber mal Markt. So viel, nee, komm, mach Steinwerke. Wenn wir schon zufrieden sind, dann richtig. Universität, Bank, Bank. Wegen den Diamanten. Hafen haben wir schon, denke ich mal. Ja. Hier, dieses kleine Symbol. Ah, wird nicht größer. Ja, die Stadt hat einen Handelsweg zur Hauptstadt. Belgrad wird von Indien angegriffen. Ist mir egal. Ja, sie wollen Unterstützung. Da kümmere ich mich aber nie drum. Was eigentlich hier? Gibt es hier was Interessantes? Fischstein. Nö, nö. Ja, Wein haben wir auch. Nö, sieht gut so aus soweit. Was können wir noch gebrauchen? Nach London. Ja, komm, dann mach den Louvre, dann können wir mit machen wir aus den zwei Künstlern noch mehr goldene Zeitalter und scheffeln noch mehr Geld. Apropos noch mehr Geld scheffeln, wir haben schon wieder viel zu viel Geld. Offene Grenze für Süleyman beendet. Das werden wir ändern, weil wir Süleyman so lieb haben, dass wir immer bei ihm vorbeigucken wollen. Sehr schön. Ja, und jetzt können wir eigentlich wild drauf los hier, ne? Uns verbünden. Aber erstmal die ganzen Kultivierten wie Wien Gold schenken. 115 Einfluss, sonst sind sie uns für ewig verbündet erstmal. Und Genf ist kultiviert, Florenz ist kultiviert. Die nur als Maritim. Ja, dann haben wir die hier abgehakt. Militaristisch mag ich gar nicht mal so. Dann machen wir lieber das mit Indien verbündet. Da mischen wir uns jetzt nicht ein. Edelsteine von Quebec. Ja genau, gibt es noch irgendjemand? Gold, Färbemittel, Elfenbein, Silber. Und wir haben Gold, Färbemittel, Elfenbein, Silber. Haben wir alles. Also da soll es nicht mehr dran liegen. Von daher machen wir jetzt eins nach dem anderen.